Ein buntes Programm mit einigen Attraktionen. Die Verantwortlichen vom Kulturteam der Stadt Dülmen stellten jetzt das Sommertheaterprogramm der Öffentlichkeit vor. Musik, Akrobatik oder Liebe. Das neue Programmheft enthält eine Vielzahl von Programmpunkten. Anfangen tun wir am 22. Juli, am 22. Juli mit dem NN-Theater aus Köln, ganz alte Bekannte in Dülmen. Die sind zum 19. Mal zu Gast und haben diesmal im Repertoire ein Stück eines spanischen Autors. Und da geht es, wie sollte es beim Theater anders sein, um die Liebe. Es folgt am Dienstag darauf ein Ensemble aus London. Die sind zum ersten Mal in Dülmen zu Gast, nennen sich Gandini Juggling und präsentieren uns die hohe Kunst der Inszenierung von Jonglage. Also am Dienstag, den 5. August, abends um 21 Uhr, die Absolventenshow der Artistikschule, der staatlichen Artistikschule Berlin. Und da können sich alle Leute der zirzensischen Unterhaltung drüber freuen. Und dann haben wir zum Abschluss des Theaterprogramms ein Straßentheater aus Rom zu Gast am 12. August, Ondadurto Teatro. Und die entführen uns in die Geschichte der europäischen Märchen. Ihre Produktion heißt C'era una volta. Neben den Sommertheaterdarbietungen finden insbesondere die Klangspuren immer größeres Interesse. Innerhalb dieser Reihe treten verschiedene